Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer Reborn XHD. Willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute habe ich FIFA 16 für euch, einen Trading-Tipp, beziehungsweise einen Tipp, in was ihr investieren sollt. Weil es gibt viele Leute, die nicht so gut sind im Traden. Ich bin auch nicht der Beste, ich habe mir aber schon ein bisschen was ertradet, das kann ich euch ja mal kurz zeigen. Und zwar, ja, EA Sports, blablabla. Und zwar hier diese 13.000 Münzen, die ich habe. Dann gehe ich mal auf die Transferliste. Hier habe ich schon mit ein paar Spielern getradet, mit Hulk ein bisschen, mit Douglas Costa und so. Hier habe ich gerade noch ein paar Non-Rare-Spieler, mit denen ich am Traden bin. Und ja, ich habe mir auch schon einen Spieler gegönnt, auf den ich mich richtig freue. Hier unten links. Oh ja, oh baby. Tevez, ja. Tevez habe ich mir gegönnt. Ich hoffe mal, dass der so geil ist. Für ungefähr 37.000 Coins, glaube ich. Also ich hatte etwas mehr als 50.000 und jetzt halt die 13.000. Jetzt versuche ich mir noch Douglas Costa bis zu Douglas Costa zu traden, dass ich mir den auch kaufen kann für mein erstes Team. Aber das soll's. Darum geht ja das Video gerade nicht. Und zwar wollte ich euch ein paar gute Sachen zeigen, in die ihr investieren könnt. Und dafür gehe ich als erstes mal bei mir in den Verein rein, und zwar unter Verbrauchsobjekte. Zum Beispiel als erstes haben wir hier die Verträge. Ihr könnt ganz, ganz viele Goldverträge holen. Normale Goldverträge würde ich euch da empfehlen. Hier diese. Ja, jeder Spieler braucht am Anfang Verträge, wenn er spielt. Jetzt sind die Verträge noch billig, weil die keiner braucht, weil noch keiner am Spielen ist, außer ein paar Ausnahmen natürlich. Aber wenn das Spiel released wurde und jeder das Spiel hat und jeder anfängt zu zocken und dann nach 7 Spielen die Verträge von der kompletten Mannschaft weggehen, da wollen dann alle Leute natürlich Verträge haben und die werden dann dementsprechend auch natürlich steigen. Deswegen ist das eine richtig gute Möglichkeit zu investieren für die Leute, die nicht so viel Coins haben oder die nicht wissen, was sie mit ihren Coins machen können, weil sie keine andere Idee haben, kann man da gut rein investieren. Genauso haben wir das hier mit Fitnesskarten. Fitnesskarten, da kann man auch richtig gut rein investieren. Ich weiß jetzt nicht, ob Team Fitness gut wäre, ob man da rein investieren sollte. Ich gucke gleich mal, wie teuer die sind. Aber die normalen Fitnesskarten sollte man normalerweise für 200 Münzen bekommen. Und wenn man sich da eine Handvoll kauft, ich meine, ich habe mir jetzt hier so 16 Stück habe ich hier von den goldenen oder 15. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel da jetzt sind. Ja, 16 Stück so, jetzt sieht man es besser. Und die werde ich dann alle dementsprechend teuer verkaufen. Ich schätze mal, dass die pro Stück um die 500, 600 Coins weggehen, und wenn man bedenkt, dann für 200 gekauft, dann hat man einen Gewinn von 300%, und das ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann, wenn man das noch in der Menge hat, wenn man ganz viel hat, 16 Stück und dann plus 300%, dann ist das schon ein kleines Sümmchen, was man da im Plus ist. Ich gehe jetzt mal eben auf den Transfermarkt, und zwar gucke ich hier, ja, Otamendi habe ich davor gesucht, Transfermarkt. Und zwar auf Verbrauchsobjekte. Ich will mal gucken, wie teuer so eine Team-Fitness-Karte ist. Da gucke ich jetzt mal nach. Eventuell würde es sich auch lohnen bei denen. Aber, ach so, da war schon eine. 1000. 1000. 900. Ja, also wie es aussieht, kosten die so um die 1000 Münzen. Ich an eurer Stelle würde eher in diese Fitnesskarten hier investieren, die dann für 200 Münzen holen. Oder für 150 Coins, je nachdem, wie gut ihr seid. Würde ich mir die eher holen und die dann anschließend verkaufen. Ich glaube sogar, das mit den Fitnesskarten könnte besser klappen als wie mit den Verträgen. Ich will mich da jetzt nicht zu 100%ig festlegen, aber das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit bei den Leuten, die nicht so viel Geld haben. So, was dann noch eine richtig, richtig gute Möglichkeit ist, und zwar, ich schätze mal, jeder FIFA-Spieler hat auch einen Lieblingsverein. Und dementsprechend möchte er ja auch das Wappen bzw. die Trikots vom Lieblingsverein haben. Ey, was ist denn heute los mit mir? Und dann einfach mal bei Vereinssuche. Ich nehme jetzt mal als Beispiel eine Mannschaft, die ich normalerweise gar nicht mag. Hier, wo haben wir es denn? Bundesliga, Verein FC Bayern. Und dann gucke ich mal hier die Trikots. Oh, die sind schon einigermaßen teuer. Okay, das hier ist auch porthässlich. Naja, egal. Aber zum Beispiel in Trikots könnte man auch investieren, weil die auch noch richtig steigen werden, wenn das Spiel draußen ist. Weil natürlich jeder mit seinen Lieblingstrikots spielen möchte, beziehungsweise mit seinem Lieblingswappen oder eventuell sogar mit dem Lieblingsstadion, wenn es vorhanden ist. Es sind ja natürlich nicht alle Stadien vorhanden, aber trotzdem. Auf diese Sachen achten auch viele Leute, deswegen würde es sich da auch sehr, sehr lohnen, die Sachen natürlich
im Voraus zu kaufen, bevor das Spiel halt draußen ist, weil im Normalfall fängt jetzt keiner was mit Trikots an. Was braucht man denn Trikots in der Web-App? Also ich bitte euch, ne? So, was ich dann jetzt noch übrig habe, und zwar zwei Punkte eigentlich, aber als erstes fange ich mal mit einem Punkt an. Zum Beispiel kann man mal gucken nach hier bei Außenverteidigern, weil die werden immer, Außenverteidiger sind immer gefragt. Egal, ja okay, nicht unbedingt egal aus welcher Liga, aber so aus den Top-Ligen, da könnt ihr jeden kaufen, selbst wenn er 50 Pace hat, die sind immer gefragt und die werden auf jeden Fall steigen. Hier zum Beispiel Bruno Peres, der wird auch locker auf 10k oder so hochgehen. Ich weiß jetzt nicht, ob 6k, 7k ungefähr das der normale Preis ist, aber die werden alle hochgehen, auch so ein Rafinha hier. Oder wenn man Diekmeier kommt oder so, die werden alle hochgehen. Und was noch ganz wichtig ist, zum Beispiel Spieler wie, oh, jetzt bin ich aus Versehen auf Suchen gekommen. Ich habe mir hier ein paar rausgeschrieben. Zum Beispiel Spieler wie natürlich Costa, der jetzt, also Douglas Costa, der jetzt bei circa 25 bis 30k ist, je nachdem, ob man ihn erbietet oder sofort kauft und so. Spieler, die beliebt sind, die gehen natürlich auch immer weg. Und gerade so ein Douglas Costa oder so ist auch beliebt. Und dann könnt ihr natürlich auch mal gucken, bei Foodhead, so wie ich das jetzt gemacht habe, nach beliebten Spielern. Die haben eine Rangliste an Likes und so weiter und da kann man einfach gucken. Da zum Beispiel auch so ein DP, ein richtig beliebter Spieler, die werden alle weggehen. Die werden auch noch richtig teuer werden, genauso wie so ein Dybala. Oder Dybala, ich weiß nicht, naja. Der wird auch noch richtig teuer werden. Der ist jetzt gerade bei ungefähr ja, 20k, 15, 20k so. Und den Dreh, der wird auch noch richtig steigen. Oder wen habe ich hier? Ibarbo ist auch ein beliebter Spieler. Der wird auch noch richtig hochgehen. Weil das sind auch so Sachen, wo man auch rein investieren kann, wenn man jetzt nicht unbedingt die Coins braucht. Was bei mir jetzt nicht unbedingt der Fall ist, weil ich jetzt erstmal noch die Coins versuchen will, weiter hoch zu traden, damit ich mir natürlich Douglas Costa leisten kann. Aber für diejenigen, die jetzt keine Lust mehr auf Traden haben oder einfach sagen, nee, mir reichen jetzt die Coins, die ich dann an Gewinn mache, wenn ich hier in solche Spiele investiere, dann ist es ja jedem selber überlassen, aber auf jeden Fall hier mit den Investments, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann oder so, naja, egal, wenn ihr in diese Sachen investiert, seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil das einfach sehr, sehr, sehr gute Punkte zum Investieren sind, gerade jetzt ja auch bei den beliebten Spielern, nur da ist natürlich das Problem, dass auch der ein oder andere Spieler relativ teuer ist. Zum Beispiel Morata, der ist jetzt glaube ich auch bei 10k um den Dreh, ja hier 10k so. Die Coins hat natürlich nicht jeder, aber da ist ja wie gesagt noch die Möglichkeit, dass man sich einfach ganz viele Fitnesskarten kauft. Manche haben zum Beispiel als Tagesgeschenk bekommen 2500 Münzen, ne? Da, ich habe immer nur Pech gehabt. Ich habe nichts Gutes in den Packs gehabt und ich habe kein gutes Münzen geschenkt bekommen, Münzen-Tagesgeschenk. Ich habe mir das alles so hoch ertradet und so. Und deswegen, für diejenigen, die vielleicht dann Glück haben, die können sich natürlich dann von diesen 2500 Münzen oder was sie da sonst auch immer bekommen haben, natürlich Fitnesskarten und Verträge kaufen. Aber andere haben es halt nicht so gut, deswegen, ja, ne. Vielleicht sollte man sich das ein oder andere Trading-Video angucken, damit man nicht direkt von nur mit einem Bronze-Team startet oder so. Ich meine, ich habe jetzt gerade auch nur ein schlechtes Team, wenn man mal hier so guckt. Einfach so ein paar Deutsche hingeklatscht, hier natürlich vom besten Verein der Welt und so weiter. Und hier mein Tevez auf der Auswechselbank. Oh, Alter, ist so sexy, ne? So, und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ich meine, ich nehme jetzt hier lang genug auf, fast 10 Minuten. Hier 37.000 und ja, ich nehme hier schon lang genug auf. Ich hoffe mal, ich konnte euch mit diesen Investments helfen, Investmentmethoden oder was auch immer. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib doch bitte einen Daumen hoch. Du kannst mich auch abonnieren, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest. Das war's aber jetzt von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Reborn XHD. Peace out.